Beratung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Klima, Wirtschaft und soziales Zusammendenken, eine ganzheitliche Klimapolitik für Deutschland. Verabredet ist es hierzu, 39 Minuten zu debattieren. Ich eröffne die Aussprache und Andreas Jung hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können nicht heute hier über Klimaschutz sprechen, ohne auch auf die neuerliche Wahl von Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten heute einzugehen. Als Donald Trump das letzte Mal Präsident gewesen war, hatte er sich aus dem Pariser Klimaschutzabkommen verabschiedet. Und die Analysten erwarten, dass das auch dieses Mal droht. Analysten haben vorausgesagt, eine Vollbremsung bei internationaler Klimafinanzierung, einen Totalausfall bei internationalen Klimainitiativen. Was genau kommt, wissen wir nicht. Wir müssen aber damit rechnen, dass es Folgerungen haben wird und uns die Frage stellen, was bedeutet das für uns? Und ich finde, da kann es nur eine Antwort geben. Auch beim Klimaschutz muss Europa mehr Verantwortung übernehmen. Wir müssen hier vorangehen und wir müssen zeigen, wir haben uns vorgenommen, als Europäer der erste klimaneutrale Kontinent zu werden. Und wir müssen zeigen, dass wir das unbedingt mit Wettbewerbsfähigkeit zusammenbringen. Wir werden der erste klimaneutrale Kontinent und wir bleiben eine starke Wirtschaftsmacht. Und so können wir in Europa die Dinge hinbringen und wir können international Beispiel sein. Andere Kontinente müssen auf uns schauen und sagen, so wie die Europäer das machen, mit Technologien, mit Innovationen, so machen wir das auch. Das ist unsere Aufgabe, Europa voranbringen. Und das beschreiben wir in unserem Antrag, den wir ja vorher formuliert haben. Der war auch davor schon richtig. Es wird jetzt noch notwendiger. Was bedeutet das? Europa muss einen klaren marktwirtschaftlichen Rahmen setzen, nicht in die kleinen Dinge sich einmischen, kleinteilig Technologieentscheidungen treffen, sondern einen klaren marktwirtschaftlichen Rahmen setzen. Den haben wir mit dem ETS 1 bei Industrie und Energie. Und es zeigt, mit diesen klaren Rahmenbedingungen, das wirkt, da erreichen wir verlässlich Klimaziele. Und darauf muss man aufbauen. Es muss jetzt der ETS 2, der ja beschlossen ist in Europa, der muss kommen. Und er muss so kommen, dass es ein klares, effizientes Signal, einen marktwirtschaftlichen Rahmen gibt, aber dass die Akzeptanz erhalten bleibt. Deshalb muss man es verbinden mit dem Sozialausgleich. Wir machen den konkreten Vorschlag in unserem Papier. Wir sagen, die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung, die wollen wir einsetzen, um Stromkosten zu drücken, um Netzentgelte runterzubringen, um die Stromsteuer bei der Stromsteuer zu entlasten, Bürger und Wirtschaft. Das ist der richtige Weg. Einerseits das Preissignal, andererseits die soziale Einbettung. Das ist effizienter marktwirtschaftlicher Klimaschutz. Das brauchen wir in Europa. Und wir brauchen eine echte Energieunion, eine echte Energieunion, die Vollendung des Binnenmarktes. Wir haben in Europa unterschiedliche Strategien in der Energie, und es wird auch auf absehbare Zeit so bleiben. Und da müssen wir wegkommen von einem Modus, wo der eine den anderen belehrt und erklärt, was er alles falsch macht, hin dazu, wir arbeiten zum Beispiel im deutsch-französischen Parlament daran, hin dazu, dass man sagt, wir respektieren, dass es unterschiedliche Entscheidung, unterschiedliche Strategien gibt. Und jetzt nutzen wir Synergien. Wir arbeiten zusammen. Wir bringen das zusammen. Schon jetzt haben wir in unserem Netz in Frankreich deutschen Ökostrom. Wir haben auch Strom aus Kernenergie im deutschen Netz. Das ist Teil des europäischen Binnenmarkts. Diese Zusammenarbeit müssen wir insgesamt in Europa zusammenführen. Wir müssen die Potenziale unterschiedlicher Länder nutzen. Das müssen wir auch beim Wasserstoff machen, mit einer Offenheit für alle Farben, damit wir einen schnellen europäischen Hochlauf hinbekommen mit weniger Regulierung, mehr Marktwirtschaft, guten Innovationen. So werden und bleiben wir in Europa stark. Und so werden wir eine technologische Führungsrolle stärken und internationale Signale senden. Das muss unser Anspruch sein. Und dazu gehört unbedingt eine europäische Infrastruktur.
Und zwar integriert, von vornherein integriert gedacht, beim Strom grenzüberschreitende Netze, beim Wasserstoff eine belastbare europäische Infrastruktur, die Nachbesserung in Deutschland, dass in Deutschland alle wichtigen Wirtschaftszentren erreicht werden und darauf aufbauend und damit verknüpft eine Wasserstoffinfrastruktur, die uns erlaubt, europäische Potenziale zu nutzen, die uns erlaubt, international gemeinsam Importe zu organisieren. Das ist mein letzter Punkt. Wir müssen basierend auf dieser europäischen Strategie international einheitlich auftreten. Nicht jeder sein eigenes Ding machen, jeder seine eigenen Energie-Wasserstoffpartnerschaften, sondern wir müssen basierend auf einer europäischen Strategie gemeinsam international auftreten und so in Europa den Klimaschutz mit einer starken Wirtschaft voranbringen und international global diese globale Frage beantworten und die richtigen Impulse setzen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Dr. Nina Scheer hat das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Jung, Sie haben in Ihrem Antrag, den wir ja heute auch beantragen werden, dann zu überweisen in den federführenden Ausschuss Klimaschutz und Energie, einige Punkte drin, die wir zum einen schon in Arbeit haben, zum anderen schon beschlossen haben und auch unterstützen, durchaus Aussagen zu Bioenergie, zu Wasserstoff. Es gibt vieles, was wir ohnehin machen und was wir im Begriff sind zu machen und auch unterstützen. Aber was mich schon besorgt, ist, dass Kernaussagen Ihres Antrages, und da gibt es auch noch Kernaussagen aus dem Jahr zeitgleich vorgelegten, etwas umfangreicheren Papiers von CDU/CSU, dass Kernaussagen gekennzeichnet sind von massiven Widersprüchen. Und diese muss man der Bevölkerung schon darlegen, und das möchte ich hier tun. Und zwar ein ganz zentraler Widerspruch ist, dass es zur Leitfrage erklärt wird, auf CO2-Bepreisung zu setzen. Wenn man auf CO2-Bepreisung als Leitfrage für Klimaschutz setzt, dann müssen die Menschen natürlich erklärt bekommen, dass das eine Preissteigerung mit sich trägt. Und ich habe mitbekommen, das ist ja auch nichts Neues, dass es da auch mit Klimageld einen Kompensationsmechanismus dann gibt. Aber es muss Ihnen ja auch klar sein, dass zum Beispiel in Richtung Industrie, gerade in den Bereichen, in denen sehr viel Energie ja auch verwendet wird, dass dort genau dieser Effekt einer Kompensation nicht unbedingt so wirkt. Man wird also auch mit Ausnahmen kalkulieren. Also frage ich mich wirklich, wie Sie allen Ernstes diesen Lenkungsmechanismus etablieren wollen, wenn Sie genau wissen, dass man beim CO2-Preis immer auch mit Scheunentor großen Ausnahmen agieren wird. Also der Lenkungseffekt von CO2-Preisen kann schon deswegen nicht da sein, weil er nur wirken kann als Lenkungseffekt, wenn man tatsächlich schon unmittelbar in dem direkt adressierten Verbraucher eine Alternative verfügbar hat, und zwar unmittelbar verfügbar hat. Er kann zwar ein stabilisierendes Instrument sein, deswegen stehen wir auch zum CO2-Preis. Und natürlich muss es dann auch kompensiert werden bzw. ausgeglichen werden. Der soziale Ausgleich steht bei der SPD komplett großgeschrieben, und zwar dann auch gestaffelt. Aber es ist einfach, man streut den Menschen Sand in die Augen, wenn man meint, als Klimaschutz-Lenkungsinstrument, um wirklich etwas bewegen zu wollen, um wirklich etwas voranzubringen zu wollen, alles auf die Karte von CO2-Bepreisung setzen zu können. Zumal Frau Kollegin, möchten Sie eine Zwischenfrage zulassen? Ja, gern. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin, für das Zulassen der Frage und auch an Sie, Frau Kollegin Scheer. Also erstens, das nur als Bemerkung, Sie sind anderer Meinung beim CO2, komme ich gleich drauf, aber es ist ja kein Widerspruch von uns. Wir in der Tat wollen zum zentralen Lenkungsinstrument den CO2-Preis machen. Und Ihr Gegenargument ist ja, wenn ich ja bei der Wirtschaft mal anfangen darf, das würde für einige Industrien zu teuer werden. Denn es würde ja teuer werden, wenn er wirken soll, muss es irgendwann teuer werden über Zeit. Das ist schon so. Aber es ist mindestens so teuer, wenn ich es mit Ordnungsrecht mache. Weil ich nämlich dann das Timing des Umstieges planwirtschaftlich vorgebe, das erhöht die Kosten und reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass sie
dass sie überhaupt investieren. Und insofern akzeptiere ich, dass wir einen Meinungsunterschied zu der Frage haben, aber es ist jedenfalls keine widersprüchliche Argumentation unseres Konzeptes, weil wir sagen, wenn wir sie aus fossiler Energie herausführen wollen, ich glaube, der Frage sind wir einer Meinung, und wenn wir die Dekarbonisierung wollen, dann ist es einfacher für die Wirtschaft, sich umzustellen, wenn wir das über einen CO2-Preis machen, als wenn wir es über Verbote machen. Denn das ist ja nichts anderes als Ordnungspolitik. Ja gut, dann unterschlagen Sie natürlich genau die wirksamen Instrumente, auf die ich sowieso hingewiesen hätte. Aber das kann ich jetzt in meine Antwort auf Ihre Frage hineinbringen. Nämlich die Instrumente, die bisher erfolgreich waren in der Energiewende. Wir haben massive Erfolge im Bereich der Anreizwirkung. Wir wissen genau, dass heute das EEG, dass diese gesicherte Einspeisevergütung, die inzwischen ja auch Wandlung erfahren hat, aber dass diese Preisgarantie, also Ausbaugarantie, die man sowohl was für die Einspeisung als auch für die Vergütung hat, dass die Investitionen gesichert hat, dass das für die Banken das richtige Signal war, um tatsächlich das Go zu geben für Finanzierung. Dass also tatsächlich der Ausbau der erneuerbaren Energien und um überhaupt zu kostengünstigen Energiegewinnungsformen zu kommen, dass der über diese Anreizmechanismen gegeben wurde. Es wird häufig falsch, dadurch kommen wir aber zu dem günstigen Strom, den wir ja alle wollen. Es wird aber häufig falsch dargestellt, das ist auch bei Ihnen in Ihren Reden immer enthalten, also aus CDU-CSU, nicht in Ihren persönlichen, aber CDU-CSU, es ist häufig dargestellt, dass der Emissionshandel für die Klimaschutzerfolge verantwortlich sei. Das ist genau genommen nicht so darstellbar, sondern genau genommen sind es die Instrumente, die uns befähigt haben, und da nehme ich durchaus das Wort Ermöglichung, was Sie ja von uns entnommen haben, nehme ich gerne wieder in den Mund, die Instrumente, die uns ermöglicht und befähigt haben, zu diesen kostengünstigen Energiegewinnungsformen zu kommen, nämlich zu erneuerbaren Energien, diese haben die Einsparungen, die CO2-Einsparungen ermöglicht. Und wenn diese Möglichkeiten geschaffen wurden, dann kann auch ein CO2-Preis wirken. Er kann dann wirken, er kann auch einen Emissionshandel wirken. Also kommen wir jetzt tatsächlich in die Phase, in der auch ein Emissionshandel jetzt Wirkung zeigen kann. Aber ein Emissionshandel ist nicht geeignet, um Investitionsförderung, um Forschung, um all diese Dinge, die zum Anschub gebraucht werden, um etwas zu entwickeln, um dies abzubilden. Dafür ist ein Emissionshandel eben gerade nicht geeignet. Insofern ist die Antwort auf die Zwischenintervention zu lang wie die Redezeit. Erleichterung ist vielleicht, weil Sie einfach nicht einsehen wollen, dass tatsächlich in den erneuerbaren Energien was drinsteckt. Also wenn man das jetzt zugrunde legt, dass die erneuerbaren Energien eben über diese Mechanismen gefördert wurden und eben auch so erfolgreich wurden, dann erschließt sich daraus eben auch, dass die CO2-Bepreisung nicht der einschneidende Weg sein kann, wie Sie das aber unterstellen. Ich möchte es insofern noch mal kurz aufgreifen. Wenn man das aber dann dennoch tut und wenn man dann sieht, was in Energiekrisenzeiten passiert ist, nämlich dass wir sofort den CO2-Preis eingefroren haben, dann sieht man auch, mit welchem Risiko so etwas behaftet ist. Das sind die ersten Maßnahmen, die dann greifen, wenn eine Krise kommt, dass der CO2-Preis dann nicht mehr wirkt. Und insofern streut man den Leuten Sand in die Augen, wenn man meint, man könnte dies zum einzigen Klimaschutzinstrument erklären, weil es einen einfach nicht diese Wirkung zeitigt. Ich möchte auch noch auf einen zweiten Widerspruch eingehen, und zwar die Widersprüchlichkeit mit der Atomenergie. Sie fordern immer wieder ein, dass man Planbarkeit bräuchte. Ja, Planbarkeit heißt doch aber auch, dass man dann auch den Leuten nicht immer wieder hü-hott einmal das auf den Tisch legt. Sie selbst haben in der Atomenergie immer wieder diesen Zickzackkurs selbst produziert. Sie wollten einmal nicht aussteigen, dann wollten sie mit aussteigen, dann wollten sie wieder raus. Jetzt ist es wieder auf dem Tisch. Wir sind gerade vollendet ausgestiegen, und dann wollen Sie jetzt wieder in die Atomenergie einsteigen. Und auch da, Sie schreiben in Ihrem Antrag, Sie setzen auf marktwirtschaftliche Instrumente. Ja, wie passt das denn bitte schön zusammen? Marktwirtschaftliche Instrumente, aber dann sprechen Sie sich aus, explizit aus, zwei Fusionsreaktoren in Deutschland bauen zu wollen. Fusionsreaktoren. Haben Sie mal nachgeschaut, wie viel Cent pro Kilowattstunde die benötigen? Das ist ungefähr das 6- bis 7- bis 10-fache
dessen, was wir bei erneuerbaren Energiegewinnung haben. Und die eine Sache wird dann ganz übersehen. Wir haben heutzutage noch überhaupt keine Möglichkeit, mit Kernfusion Energie zu erzeugen. Die Fusionsforschung ist noch gar nicht so weit und wird vielleicht auch nie so weit sein, weil man überhaupt keine Ummantelung da bisher für gefunden hat, diese Kernfusionsreaktoren zu betreiben. Also, wenn es dann vielleicht, so ja auch die Forschungsinstitute, in 20, 30, 40, 50 Jahren so weit sein sollte, eine Kilowattstunde daraus zu ziehen und nach wie vor diese hohen Kosten hat, woher soll die Senkung kommen? Es ist ja noch kein Markthochlauf. Wo bitte schön sollen dann diese Kernfusionsreaktoren denn dann laufen? Weil bis dahin haben wir schon 100% Erneuerbare und wahrscheinlich 200% Erneuerbare und können exportieren. Also insofern ist es auch da sowohl ein Widerspruch, weil Sie erklären, Sie wollen Planbarkeit, Sie wollen Markt, aber dann in Ihren Konzepten einfach komplett das andere fordern, nämlich fettes Geld auszugeben, was mit Ihrer Begrifflichkeit von der Kostenwende rein gar nichts zu tun hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die AfD hat jetzt Carsten Hilse das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Landsleute und natürlich werte Leugner des natürlichen Klimawandels. Die Union, die von vielen Menschen im Land als die Fleischwerdung des Wortes Heuchelei empfunden wird, bringt heute den Antrag, Klimawirtschaft, Soziales, Zusammendenken, eine ganzheitliche Klimapolitik für Deutschland ein. Die gleiche Union, die im Wahlkampf in Mitteldeutschland hundertfach die Positionen der Alternative für Deutschland kopiert hat und nun mit Sozis und Kommunisten nicht eine ihrer von der AfD geklauten Forderungen umsetzen wird. Was für eine erbärmliche und widerwärtige Wählertäuschung. Jeder, der gehofft hatte, dass die CDU nach dem Weggang von Frau Merkel wieder zu einer wertkonservativen Politik zurückkehren würde, sah sich spätestens nach den Wahlen in Thüringen, Brandenburg und Sachsen schwer enttäuscht. Jeder, der gehofft hatte, mit Merz würde die CDU eine Kehrtwende in der Energie- und Wirtschaftspolitik vollführen, sieht sich jetzt mit Klimajüngern wie Jung und vor allem Spahn konfrontiert. Herr Spahn, der als Gesundheitsminister hundertfaches Leid über das deutsche Volk brachte, Menschen gegeneinander aufhetzte und mit dafür sorgte, dass millionenfach in geradezu faschistoider Art und Weise ausgegrenzt und unter Verstoß des Nürnberger Kodexes einer Genbehandlung genötigt wurden. Nachdem Herr Spahn und die Union und Sie alle, bis auf wenige Ausnahmen, geradezu perverse Art und Weise die Gesundheit der Bürger geschützt haben, wollen Sie nun das Klima schützen, und zwar ganzheitlich. Der Weg, der von Merkel und ihren Klimajüngern begonnen wurde, die schrittweise Deindustrialisierung Deutschlands, soll konsequent weiter beschritten werden, jetzt aber zusammengedacht und ganzheitlich. Und von ähnlichen albernen Wortgeklingel ist auch der Rest. Effizienter, technologieoffener, marktwirtschaftlicher, kostengünstiger. Es lohnt eigentlich nicht, ihn anzuschauen, denn, und das sollte sich auch in diesem Hohen Hause rumgesprochen haben, Klima, ein statistischer Wert lokaler Wetterdaten über 30 Jahre, kann man nicht schützen und ein Weltklima erst recht nicht. Man kann auch das Wetter nicht schützen, aber man kann sich vor dem Wetter schützen. Jeder weiß das, aber immer wieder belügen Sie die Menschen, dass wir mit Ihrer Klimapolitik die Welt retten. Deutschland rettet die Welt zum dritten Mal, aber diesmal zusammengedacht und ganzheitlich. Man könnte ja diesen zusammen erdachten ganzheitlichen Schwachsinn als solchen abtun, wenn Sie nicht mit diesem pompösen Wortgeklingel übertünchen würden, dass Sie dafür immer weitere Billionen Euro ausgeben wollen. Allein der Klimaschutz kostet dieses Land laut McKinsey 6 Billionen Euro. Die Menschen da draußen sollen natürlich beim Lesen dieses ganzheitlichen Ausflusses vergessen, dass ihnen diese Billionen abgepresst werden. Ausplünderung für einen ganzheitlichen Schwachsinn. Schluss damit. Gestern waren in den USA Präsidentschaftswahlen. Donald Trump ist wieder Mr. President. Herzlichen Glückwunsch von hier aus.
Und er steigt hoffentlich zum zweiten Mal aus der Pariser Übereinkunft aus. Und wir werden ihm, sobald wir in Regierungsverantwortung sind, sofort folgen. Wir werden Umwelt- und Klimaschutz wieder voneinander trennen und Letzteren in die Tonne treten und mit ihm alle Gesetze, alle Vorgaben, EU-Richtlinien oder sonst noch was, alles in die Tonne. Mit einer ganzheitlichen Politikwende werden wir dafür sorgen, dass sich Arbeiten wieder lohnt, dass Familie wieder die Rolle spielt, die ihr zukommt, dass Bildung bei den Kindern ankommt und dass man sich wieder auf unseren Straßen, der Bahn etc. sicher bewegen kann. Ob Ihnen das gefällt oder nicht, spielt eigentlich gar keine Rolle. Denn wir wissen, den Menschen da draußen gefällt das. Und im Übrigen bin ich der Meinung, wer grün, rot, gelb, schwarz wählt, wählt den Krieg. Vielen Dank. Herr Hilse, ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf für die assoziativen und direkten Vergleiche der CDU-CSU-Fraktion mit den Zeiten und den absurden Rassenideologie und dem Rassenwahn der Nationalsozialisten. Allerdings. Das Wort hat Dr. Ingrid Nestle für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegen der CDU-CSU-Fraktion. Die erste Seite Ihres Antrages ist Prosa, und der kann ich zustimmen. Und dann passiert ganz oben auf Seite 2 etwas, was bezeichnend und typisch ist dafür, wie Sie über Energie- und Klimapolitik sprechen. Nach den Gemeinsamkeiten behaupten Sie zum Beispiel plötzlich, die Ampel hätte mit ihrer Klimapolitik Planungssicherheit zerstört. Darunter machen Sie es nicht. Die Ampel ist alleine schuld und auch mal gleich komplett zerstört. Lassen Sie mich drei Zahlen nennen. Allein in dieser Legislatur wurde der Zubau von Solaranlagen und die Neugenehmigung von Windanlagen fast verdoppelt. Bei 9 Stromleitungskilometern erwarten wir sogar mal 15. Ich glaube, das sind keine Hinweise, dass Planungssicherheit zerstört worden ist. Mir scheint mittlerweile, dass Sie von der CDU-CSU für Ihre Attacken erst in die Bevölkerung horchen, welche negativen Vorstellungen dort über die Ampel existieren. Das verstärken Sie dann alles selbst, und zwar haltlose Behauptungen gleichermaßen wie berechtigte Kritik. Und am stärksten kritisieren Sie nicht die Themen, die für unser Land wirklich essentiell sind. Am stärksten kritisieren Ihre Spitzenleute das, was Wut und Angst schürt. Und dann stellen Sie sich hin und kritisieren, dass unsere Politik angeblich Angst und Wut schüren würde. Das ist ein bisschen ehrenlos, wenn Sie mir die Bemerkung erlauben. Und es verfehlt die Aufgaben der Opposition, Probleme, Missstände, Fehler sichtbar zu machen, damit sie besser gelöst werden. Sie nehmen den ganz großen Hammer und einmal kräftig drauf und sagen sich, ja, wir haben die Probleme schon miterwischt. Das löst die Probleme nicht, das hilft unserem Land nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe manchmal den Eindruck, die Feinde der Demokratie stehen feixend am Rand, während Sie unfreiwillig deren Arbeit leisten. Zu Ihren konkreten Punkten. Ich finde es bemerkenswert, dass Sie 3 Punkte zu Kernfusion und Transmutation von hochgefährlichem Atommüll haben, aber nur 2 für alle Sparten der Erneuerbaren zusammen. Aber es gibt auch hier viele Themen, bei denen wir Gemeinsamkeiten haben. Erneuerbare Netze. Ich habe die Zahlen genannt, wie viel wir allein in dieser Legislatur geschafft haben. Geothermie. Erst vorgestern war die Anhörung, Nebenverbesserungen, die wir schon beschlossen haben. Bürokratieentlastungsgesetz. Smart Meter. Wir waren viel mutiger als Sie, auch wenn das noch nicht reicht. Da bin ich Ihrer Meinung. Kostengünstigkeit und Steuerbarkeit sind aber auch bei uns die Themen der Stunde. Und ja, bei Biogas kann ich verstehen, dass Sie mehr wollen. Und deshalb freue ich mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass ich vom Kabinett nächste Woche gute Vorschläge erwarte. Es ist noch viel zu tun in der Energie- und Klimapolitik. Mein Vorschlag: Lassen wir die wilden Anschuldigungen weg. Mut macht mir tatsächlich Ihre Formulierung bei den Speichern im Vergleich zu Ihrem letzten Antrag. Sie lässt mich glauben, wir haben uns gegenseitig zugehört, und das ist gut so. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Dr. Lukas Köhler für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst ist ja mal festzuhalten, dass ich mich freue, dass die Union
der FDP in ihrer Klimaüberlegung folgt. Das ist für uns schön, das freut uns und damit eigentlich auch, wenn man sich den Antrag anschaut, relativ genau den Weg, den die Bundesregierung in den letzten Jahren genommen hat, nachvollziehbar. Mit einigen kleinen Ausnahmen. Aber das Setzen auf den Emissionshandel als Leitinstrument ist richtig. Das ist der richtige Weg. Und wir freuen uns darüber. Wir freuen uns auch darüber, dass Kollege Jung hat das ja gerade noch mal explizit erklärt und erwähnt, dass Europa die Kernstelle ist, um Klimaschutz zu regeln. Denn richtig ist auch, wir sind nur dann stark, wenn Europa stark ist im Klimaschutz. Und Europa ist stark dadurch, dass wir eine einheitliche Regelung haben, nämlich den europäischen Emissionshandel, der jetzt ausgeweitet wird auf den Verkehr und Wärmesektor. Und das ist auch richtig so. Wir müssen diese Umsetzung in Deutschland vollziehen. Damit haben wir am Freitag ja das THG-Gesetz hier in der ersten Lesung, um das umzusetzen. Ist gut, ist genau richtig, geht in die richtige Richtung. Was bedeutet aber der europäische Emissionshandel? Der legt klar fest, dass es einen Deckel für CO2 gibt. Über diesen Deckel hinaus darf nichts anderes ausgestoßen werden. Alles unterhalb dieses Deckels wird über ein Zertifikatehandel, das ist auch der Unterschied zur deutschen CO2-Steuer, miteinander verhandelt. Das sorgt dafür, dass wir genau an der Stelle CO2 einsparen, wo es am kostengünstigsten und effizientesten ist. Und das ist das einzige Instrument, das bisher bewiesen hat, dass Klimaschutz funktioniert und das gleichzeitig mit Wirtschaftswachstum verbunden wird. Ist gut, ist genau richtig. Ist genau der Weg, den wir brauchen. Aber dieser Weg hat ganz, ganz viele Vorteile. Er hat aber auch einen Nachteil. Nämlich dann, wenn Politik versucht, an einzelnen Stellen nachzusteuern. Mit Förderinstrumenten, mit Verboten und diese Dinge gegen den Emissionshandel richten. Und da hat die Union einen klugen Gedanken gehabt und aufgeschrieben, dass wir unsere Fördersystematik, unsere Subventionen auf den Emissionshandel ausrichten sollten, damit sich das nicht widerspricht. Das ist auch klug, ist genau richtig. Was die Union nicht gemacht hat, ist sich anzugucken, dass ja nicht nur Einzelförderinstrumente, sondern ganze Landespolitiken zum Problem werden. Und jetzt kommt ein Widerspruch, der in Ihrem Antrag sehr deutlich ist. Und zwar schreiben Sie in Ihrem Einstieg, Mensch, 2045 ist für uns immer noch das Ziel, was wir in Deutschland umsetzen wollen. Das geht aber nicht mit dem Rest Ihres Antrags überein. Denn wenn wir 2045 in Deutschland, also 5 Jahre früher als die EU, klimaneutral werden wollen, dann passiert im Emissionshandel genau das, was ich gerade beschrieben habe, nämlich die Zertifikate, die Deutschland dann nicht mehr verbraucht, die deutsche Unternehmen nicht mehr verbrauchen, die werden frei. Wenn die frei werden, heißt das nicht, dass wir weniger CO2 ausgestoßen haben, sondern andere Länder in der EU nehmen diese Zertifikate, andere Unternehmen in anderen Ländern in der EU nehmen diese Zertifikate und stoßen sie aus. Das heißt, sie haben nicht mehr Klimaschutz organisiert, aber dafür mehr Druck auf die deutsche Wirtschaft gemacht. Gerade in der Zeit wie jetzt bin ich sehr froh, dass Christian Lindner den Vorschlag gemacht hat, die Klimaziele wieder aufeinander anzugreifen. Denn genau das ist es, was wir brauchen. Wir müssen eine Harmonisierung europäischer Klima- und Energiepolitik umsetzen. Das gelingt aber nur, wenn wir deutsche Sonderwege weglassen. Und deswegen ist es ein Widerspruch, der für mich nicht aufgelöst. Wir müssen und wir sollten uns lieber mal darauf konzentrieren, was ist denn die Rolle Deutschlands im Klimaschutz? Die Rolle Deutschlands im Klimaschutz ist aus meiner Sicht nicht, dass wir das erste klimaneutrale Land der Welt werden. Das ist nicht ein Wert an sich. Das ist auch nicht das, was wir mit Deutschland umsetzen. Das Vorbild Deutschlands, die Idee, die wir vermitteln können, ist mit unserer extrem hohen Industrieleistung, mit unseren Ingenieurinnen und Ingenieuren, den Technikerinnen und Technikern, die wir haben, die Wege aufzuzeigen, wie die Welt klimaneutral werden kann. Und das tun wir. Das tut die deutsche Cleantech-Industrie. Das tun große deutsche Industrieunternehmen, wenn sie zeigen, wie sie den Umstieg von fossilen Kraftstoffen auf nicht fossile Kraftstoffe vorgehen. Und das ist es, was wir als Rolle Deutschlands beschreiben müssen. Wir müssen auf der einen Seite einen klaren, starken Klimaschutz haben. Ja, das ist richtig. Das machen wir über den Emissionshandel und die Instrumente, die wir darum herum bauen. Aber gleichzeitig müssen wir beweisen, dass wir Wirtschaftswachstum genauso gut noch weiter können. Und deswegen müssen wir
müssen wir dafür sorgen, dass der Emissionshandel das Leitinstrument ist und gleichzeitig, dass wir die deutsche Industrie, die deutsche Wirtschaft das tun lassen, was sie am besten kann, innerhalb eines europäischen Rahmens dafür sorgen, dass wir weltweit die Technologien, die Entwicklungen, die Innovationen zur Verfügung haben, um Klimaschutz umzusetzen. Das wäre der richtige Weg gewesen. Da hätte ich mich in dem Antrag darüber gefreut, wenn Sie das noch mit aufgegriffen hätten. Ansonsten sind viele Punkte sehr richtig. Vielen Dank. Das Wort für die CDU-CSU-Fraktion hat Dr. Thomas Gebhardt. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, viele Menschen in unserem Land machen sich in diesen Tagen Sorgen. Und sie fragen, wie geht es eigentlich weiter in Deutschland? Viele sind enttäuscht von der Politik, viele haben das Vertrauen verloren und sie sind schlicht und ergreifend unzufrieden mit den Leistungen der Politik. Und ich will es an dieser Stelle auch deutlich sagen, wir CDU/CSU sind nicht verantwortlich für die aktuelle Regierungspolitik. Wir stellen zwar hier Woche für Woche unsere Anträge, aber diese Anträge werden Woche für Woche durch die Mehrheit hier im Parlament abgelehnt. Wir haben aber auch eine Verantwortung. Und diese Verantwortung, die besteht vor allem darin, dass wir nicht einfach nur die Regierung kritisieren, sondern dass wir deutlich machen, wofür stehen wir, was sind unsere Konzepte, was würden wir tun, wenn wir wieder Regierungsverantwortung bekommen sollten. Und genau dies machen wir hier mit diesem Antrag, nämlich im Bereich der Klimapolitik beschreiben wir, was ist unsere Antwort auf die Probleme, was ist unser Konzept für die Zukunft. Und darum geht es genau bei diesem Antrag. Für uns ist klar, und das unterscheidet uns zum Beispiel von Ihnen, für uns ist klar, wir haben eine Verantwortung, unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren. Und deshalb wollen wir Stück für Stück klimaneutral werden. Und wir wollen eine starke Industrienation bleiben. Wir müssen es schaffen, starke Wirtschaft, Klima und natürlich Soziales in echten Einklang bringen. Wir müssen es schaffen, dass die Unternehmen am Standort Deutschland auf ihrem Weg hin zur Klimaneutralität ihre Wettbewerbsfähigkeit nicht verlieren. Und nur wenn uns das gelingt, sind wir erfolgreich. Wenn es uns nicht gelingt, wenn die Industrie abwandert, wenn die Wirtschaft immer weiter in den Boden geht, in die Knie geht, dann haben wir unser Ziel nicht erreicht und dann werden wir für Verwerfungen in unserem Land sorgen und wir werden auch unter Klimaschutzgesichtspunkten überhaupt nichts gewinnen, denn das Klimaproblem, der Klimawandel ist und bleibt ein globales Problem. Meine Damen und Herren, wir zeigen einen konkreten Weg auf, wie wir die Ziele erreichen und ich will drei Punkte herausgreifen, drei wesentliche Punkte herausgreifen, die unseren Weg skizzieren. Der erste Punkt, es ist angesprochen worden, wir setzen auf marktwirtschaftliche Instrumente, übrigens nicht nur auf marktwirtschaftliche Instrumente, das steht nämlich so auch nicht in unserem Antrag drin, aber wir setzen stärker auf marktwirtschaftliche Instrumente, als das zum Beispiel die Ampelregierung im Moment macht. Das heißt Emissionshandel, das heißt für uns aber auch, die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung, die müssen zurück an die Bürger und an die Unternehmen. Die dürfen eben nicht als Einnahmeinstrument des Staates begriffen werden und irgendwelche Haushaltslöcher schließen. Nein, die Einnahmen müssen zurück an die Bürger und an die Unternehmen hier in unserem Land. Und wir machen konkrete Vorschläge, zum Beispiel Netzentgelte runter, Stromkosten senken. Und dann würden übrigens alle Bürger, alle Unternehmen davon profitieren. Und das unterscheidet uns auch von dem Ampelweg. Sie machen es im Moment so, dass Sie mit Subventionen, mit enorm hohen Beträgen einige ganz wenige Unternehmen subventionieren. Aber die breite Masse hat davon nichts. Wir sagen, wir verbessern die Wettbewerbsbedingungen für alle, indem wir zum Beispiel die Netzentgelte reduzieren und die Stromkosten für alle begrenzen. Meine Damen und Herren, marktwirtschaftliche Lösungen, das heißt
vor allem der Markt soll darüber entscheiden, welche Technologien wann, wo, wie entwickelt und eingesetzt werden, und weniger der Staat. Es ist der effizientere Weg als immer mehr kleinteilige bürokratische Vorschriften, was die Unternehmen tun dürfen, was sie zu unterlassen haben, beispielsweise Heizungsgesetz, Energieeffizienzgesetz, und man könnte die Liste fortsetzen. Ein zweiter wesentlicher Punkt sind die technologischen Innovationen. Wir brauchen mehr Technologieoffenheit, saubere Technologien. Und ein dritter Punkt, darauf will ich noch kurz eingehen. Wir müssen den europäischen Binnenmarkt stärker nutzen als heute. Wir haben doch in Europa in den Regionen unterschiedliche Bedingungen. Die müssen wir nutzen zum Vorteil bei uns, für die heimische Wirtschaft, für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Und deswegen sagen wir, mehr europäische Zusammenhalt, mehr europäische Zusammenarbeit. Wir wollen eine europäische Energieunion. Dafür steht die Union. Herzlichen Dank. Das Wort hat Bengt Berg für die SPD-Fraktion. Moin, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger. Wenn man verstehen will, wie wichtig der Union Klimaschutz ist, lohnt sich eine einfache Google-Recherche. Das können Sie mal ausprobieren hier oben. Geben Sie mal ein: Klimaschutz plus März. Und da findet man ein verräterisches Zitat, das lautet: Morgen geht ja die Welt nicht unter. Lassen Sie sich den Satz mal auf der Zunge zergehen. Morgen geht die Welt nicht unter. Ein Satz im Gespräch mit der Zeit gefallen im April 23. Und wenn man diesen Satz von Herrn Merz mal übersetzt, heißt das so viel wie: Lass die Menschen mal in Ruhe mit diesem ganzen Klimaschutzgedöns. Ist ja alles anstrengend und Geld kostet das auch noch. Und jetzt schauen Sie sich bitte mal die aktuellen Bilder aus Spanien an. Wassermassen sind sinnflutartig über die Menschen und Häuser gerollt und haben Leid und Zerstörung gebracht. Über 200 Menschen sind bei den Unwettern gestorben. Viele sind verletzt, werden vermisst. Unzählige Menschen haben ihr Obdach verloren. Andere Regionen sind noch länger und noch stärker leidgeprüft. Unwetter und Hochwasser mit zahlreichen Toten in Myanmar, Taiwan, den Philippinen, Pakistan, Afghanistan, Indonesien. Wohlgemerkt alles nur in diesem Jahr. Morgen geht ja die Welt nicht unter, sagt Herr Merz lapidar zum Thema Klimaschutz. Meine Damen und Herren, Merz und Klimaschutz, da wird mir Angst und Bange, da dreht sich mir der Magen um. Das kann ich Ihnen sagen. Aber kommen wir mal zu Ihrem Antrag. Den würde ich gerne neu überschreiben mit too little too late, zu wenig zu spät. Sie wollen die Harmonisierung des ETS-Handels auf europäischer Ebene. Naja, Binsenweisheit, da setzen wir auch uns für ein, das ist ganz klar. Dann wollen Sie, dass die CO2-Bepreisung so gestaltet ist, dass die Firmen zum klimafreundlichen Umbau anreizt. Das ist jetzt auch nichts Neues, machen wir auch schon die ganze Zeit. Ist ja nicht so, dass wir das schon seit 3 Jahren machen. Sie wollen, dass die Betrugsfälle im sogenannten Upstream Emission Reductions aufgeklärt werden. Wollen wir auch, sind wir dran, sind wir intensiv sogar dran. Sie wollen die CO2-Bepreisung an die Bürger zurückgeben. Guck mal, klingt irgendwie mächtig nach Klimageld. Das ist eine Ampelerfindung, haben Sie toll abgeschrieben, sehr schön gemacht. Sie wollen, dass alle weiteren Erneuerbaren wie Geothermie oder Bioenergie ausgebaut werden. Da sind wir mittendrin. Diesen Montag gab es dazu die Anhörung. Sie wollen den Wasserstoffhochlauf beschleunigen. Das ist ja mal ganz was Neues. Wir haben das Wasserstoffkernnetz gemacht. Das Beschleunigungsgesetz ist gerade in Arbeit. Die Importstrategie ist schon 1 Jahr alt. Das Wasserstoffkernnetz heißt Kernnetz, weil es die Hauptgeräte ist und nicht das Verteilnetz. Davon haben wir 800 Verteilnetze. Also bitte, da muss man sich auch mal ein bisschen mit dem Fach beschäftigen. Tut mir leid. Nur weil Konstanz nicht dabei ist, ja, nichts für ungut. Also wirklich. Also schon wieder zu spät, nicht aufgepasst. Sie wollen Superabschreibung für klimafreundliche Umbauten. Wachstumschancengesetz, da steht das bereits drin, schon wieder zu spät. Dann wollen Sie regionalisierte Kraftwerkstrategie mit einem Kapazitätsmarkt. Haben wir schon mal gehört, komisch. Liegt daran, dass wir mitten in der Gestaltung sind. Und dann kommt, was kommen muss, der ewige Ruf nach der Atomenergie. Sie wollen 2 neue Fusionsreaktoren bauen. Die Technologie gibt es noch gar nicht. Und man könnte ja vielleicht einfach mal in die Forschung von Solarzellen investieren, die einen Wirkungsgrad von 42% haben. Das ist Weltrekord. Übrigens, die kommen aus Deutschland, vom Fraunhofer-Institut. Weiter geht's mit Ihren Forderungen nach den guten alten Zeiten. Achtung, konservativer Träger, jetzt aufpassen. Wir wollen den klimafreundlichen Verbrennungsmotor. Den gibt es aber nur mit E-Fuels. Dafür brauchen wir unfassbar viel erneuerbare Energien. Der Faktor ist 1:6. Den Bürgern vorzugaukeln, dass ihr Auto mit E-Fuels weiterfahren könnte, ist schäbig. Das wird richtig teuer. Das lohnt natürlich für Schwerlastanwendungen wie Schiffe und Flugzeuge. Das ist auch richtig und wichtig. Aber nicht für Verbrennungsmotoren im Individualverkehr. Übrigens gibt es für diese Sachen, für die Flugbenzine zum Beispiel, schon eine Quote. Die haben Sie übrigens selber eingeführt, interessanterweise. Also was das betrifft, haben Sie offensichtlich schon nicht mal in die Vergangenheit geguckt. Und CCS fordern Sie auch. Übrigens, dazu hatten wir heute die Anhörung. Also das ist auch in der Mache.
Und wenn man sich die Anträge insgesamt für Energie- und Klimaschutz aus den vergangenen Jahren der Union mal anschaut, versuchen sie laufend so zu tun, als wenn man jetzt endlich mal was machen müsste und wenn jetzt endlich die Konzepte kommen. Herr Gebhardt, Sie sprachen von Ihrem Konzept. Ich habe mal durchgezählt. 19 von den 30 Punkten sind schon in Arbeit oder sind schon erledigt. Das ist gar nicht Ihr Konzept. Das ist im Grunde unseres und noch ein bisschen was rangeschrieben. Ein bisschen Nostalgie noch mit rein und das Ganze nur gelebt. Sie rennen nur hinterher. Wir sind es, die beschleunigen. Wir sind es, die gestalten. Und ja, das ruckelt. Ja, und wir sind seit 2017 langsam dabei, in eine Krise reinzugleiten. Aber dazu haben wir die krassesten Krisen um uns herum. Wir haben Kriege um uns herum. Und uns wurde ein Rückgang der Wirtschaft von 5 bis 10% vorhergesagt. Doch durch uns sind es nur 0,1%. Das ist immer noch Mist. Da braucht man nicht drüber diskutieren. Ja, aber statt Nostalgie und einer Rolle rückwärts gibt es bei uns einen Schritt in die Zukunft. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank. Für die Linke hat Ralf Lenkert das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Allgemein bekannt gehe ich gern gründlich auf Ihre Anträge ein. Dummerweise haben wir Linken uns bekanntermaßen zerlegt und damit die Redezeiten verkürzt. Aber da ich jede Herausforderung annehme, habe ich mich durch den epischen Unionsantrag gearbeitet. Und es ist mir gelungen, ihn mit einem Satz zu bewerten. Der Antrag ist Schrott. Ach, wie wunderbar, jetzt habe ich doch nur 30 Sekunden bisher gebraucht. Da kann ich ja noch das größte Problem des Unionsantrages beleuchten. Dieser Antrag der Friedrich-Merz-Fraktion ist ganz im Interesse von BlackRock und anderen Investmentfonds. Aber Energie ist wie Gesundheit Daseinsvorsorge. Wir alle sehen doch, was Privatisierung im Gesundheitswesen gebracht haben. Patienten kriegen die Behandlung, welche die meiste Rendite bringt, und nicht die, die sie eigentlich brauchen. Im Energiesektor wird es genauso werden. Private Investitionen erfolgen dort, wo die meiste Rendite bringt, und nicht dort, wo sie zwingend gebraucht würde. Zahlen, liebe Bürgerinnen und Bürger, müssen Sie und ich und die produktive Wirtschaft mit höheren Stromkosten, höheren Netzentgelten. Und deshalb muss der Staat investieren. Deshalb darf es keinen Haushaltsvorbehalt für notwendige Investitionen in die Energiewirtschaft geben. Energieversorgung gehört wie das Gesundheitswesen in gesellschaftliche Hand. Beide müssen zum Wohle der Menschen dienen und nicht für die Rendite von Aktionären sorgen. Der Antrag der Union ist weder sozial noch ökologisch, und ausfinanziert ist er mit ihren ständigen Haushaltsvorbehalten auch nicht. Also Schrott. Vielen Dank. Das Wort hat Lisa Badung für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss zugeben, bin etwas enttäuscht von dieser Debatte, wo wir die üblichen energie- und klimapolitischen Themen so runterleiern. Aber wir haben heute wirklich einen Einschnitt. Heute ist in den USA jemand gewählt worden, der sagt, der Klimawandel wäre eine Verschwörungstheorie. Der sagt Drill, Baby, Drill. Der sagt, Fracking-Gas ist grün. Der, und das ist angesprochen worden, wahrscheinlich wieder aus dem Pariser Klimaabkommen austreten will. Und ich habe ja den Eindruck, Herr Jung, ich habe den Eindruck, dass Teile Ihrer Partei den Ernst der Lage auch verstehen. Aber das Problem ist, Teile vielleicht auch nicht, weil da war ein sehr großer Unernst vor diesem Wahltag. Wenn ein Herr Spahn im Sommer zu den Republikanern fährt, dort launige Interviews gibt unter dem Motto, Herr Spahn, sind Sie ein Trump-Versteher? Das war das ZDF-Heute-Interview im Juli 2024 und sagt, ja, die Rhetorik mag ein bisschen unangenehm sein, aber im Film haben wir doch Gemeinsamkeiten. So hat Trump doch auch darauf hingewiesen, dass Nord Stream 2 ein Fehler ist. Ja, da hätten Sie hier im Bundestag uns zuhören können, da brauchen Sie doch Trump zuhören. Wir haben hier im Bundestag dargelegt, warum Nord Stream 2 ein Fehler ist, und Sie als GroKo haben damals noch extra Frau Schwesig hier aufgeführt. Die Frage ist doch, wenn wir das Papier anschauen, Ihren Antrag anschauen, sind da ja in Teilen gute Ansätze dabei. Aber in welche Richtung gehen Sie? Wird es in Richtung Spahn-CDU gehen oder wird es in Richtung Jung-CDU gehen? Das ist jetzt die Entscheidung, vor der Sie stehen.
Und ich sehe, die Diskussion ist noch offen, weil am Montag sagt Herr Spahn im Background, wir müssen Atomkraftwerke reaktivieren. Die CSU hat schon auf dem Parteitag beschlossen. Am Mittwoch, heute im Ausschuss, sagen Herr Heilmann und Herr Jung, die Reaktivierung von Atomkraftwerken macht keinen Sinn. Vielleicht haben Sie zugehört, als auf dem Energiekongress, den die CDU-CSU selbst einberufen hat, Herr Greber, RWE-Chef, dort mitgeteilt hat, dass er eine Reaktivierung der Atomkraftwerke für nicht sinnvoll hält. Für nicht sinnvoll hält. Er sagt, die Mitarbeiterinnen sind im Ruhestand, die Investitionen sind unwirtschaftlich und er würde es einfach nicht empfehlen. Und deswegen, glaube ich, ist die Frage, vor der Sie jetzt einfach stehen, ob Sie in die Zukunft gehen wollen, ob Sie dastehen wollen, wo die Energiepolitik ist, bei 65% Erneuerbaren, oder ob Sie zusammen mit Herrn Spahn, der nicht genau weiß, wie er seine Wahlentscheidung in den USA treffen würde, in diese Richtung gehen wollen, Richtung Mini-Atomkraftwerke, die es nicht gibt, die dort nicht gebaut werden, und eine sehr bedenkliche Entwicklung mitgehen. Ich würde mir wünschen, dass Sie jetzt, und Ihr Antrag heißt ganzheitliche Klimapolitik, dass es jetzt darum geht, Demokratie und den Kampf gegen die Klimakrise zu verteidigen, dass Sie dann an unserer Seite stehen, nicht an der falschen Seite. Vielen Dank. So, ich schließe die Aussprache und wir kommen zu der Frage, wie es mit dem Antrag weitergeht. Die Fraktion der CDU/CSU wünscht Abstimmung in der Sache. Die Fraktionen von SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP wünschen Überweisung, und zwar federführend an den Ausschuss für Klimaschutz und Energie und mitberatend an den Auswärtigen Ausschuss, den Finanzausschuss, den Wirtschaftsausschuss, den Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, den Ausschuss für Arbeit und Soziales und den Verkehrsausschuss, an den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, an den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technologiefolgenabschätzung, an den Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, an den Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union, an den Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen sowie an den Haushaltsausschuss. Und ich zähle jetzt nicht die Ausschüsse auf, an die es nicht überwiesen werden soll. Wir stimmen nach ständiger Übung zuerst über den Antrag auf Ausschussüberweisung ab. Und ich frage deshalb, wer stimmt für die beantragte Überweisung? Das sind die Koalitionsfraktionen und ein Abgeordneter der Gruppe Die Linke. Wer stimmt dagegen? Das sind die Unionsfraktion und die AfD. Enthält sich jemand? Das ist nicht der Fall. Dann wird nicht sofort abgestimmt, sondern die Überweisung ist beschlossen. Herzlichen Dank. Dann komme ich zu Tagesordnungspunkt Nummer 5. Hier geht es um die Beratung.